So, Freunde, was geht? Mein Name ist Ahmed Sharif, ich bin der freshste und coolste Autohändler. Wir befinden uns gerade hier in meiner Ausstellungshalle. Und ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sage ich mal, kein Video mehr hochgeladen. Ich hatte einfach gerade aktuell, oder ich habe immer noch aktuell gerade nicht so die Lust dazu und die Motivation. Ihr könnt trotzdem dranbleiben, denn ich habe ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Ich habe ein paar schicke Neuzugänge. Sieht man den schon? Ein, zwei Kundenstories, zwei, drei Verkäufe. Und hat sich auf jeden Fall einiges hier getan, ne? Ich bin ja so ein bisschen bekannt dadurch, dass ich vorher in einer Pommesbude meinen Autohandel betrieben habe, oder beziehungsweise aus einer Pommesbude heraus. Das habe ich heute erst wieder als Nachricht bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, das ist immer sehr motivierend. Auch wenn ihr auf diesen YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr natürlich auch ja, coole Sachen in die Kommentare schreibt. Und ja, das Video wird nicht so lang, deswegen kommen wir gleich zum Wesentlichen. Hier sieht es gerade ziemlich voll aus, wie ich gerade selber merke. Okay, der Neuzugang GLE steht auch ziemlich weit hier vorne. Wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Wir fangen erstmal ganz vorne an. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Achso, ja genau, hier sind die Renovierungsarbeiten, gehen so Schritt für Schritt weiter. Ne? Hier wird dann noch ein bisschen was gemacht, dann wird das alles zugemacht. Dann haben wir eine glatte, gerade Fläche. Das war so das Ziel und den Ziel nähern wir uns so langsam, langsam. Ich habe halt sehr viel zu tun nebenbei, das zeige ich euch nämlich gleich noch draußen. Ja, ansonsten Porsche Cayenne S steht jetzt seit gefühlt 4 Monaten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es ist wirklich ein sehr schöner, gepflegter Porsche. Die Schlüssel habe ich gerade nicht, ich wollte nur was anderes noch schauen. Ja, auf jeden Fall. Wirklich ein sehr gepflegter Porsche, schon das Facelift-Modell aus 2015, knapp irgendwas mit 60.000, 70.000 gelaufen, 3,6 Benziner. Kann ich nicht verstehen, aber steht leider noch. Ansonsten haben wir noch hier einen Jaguar E-Pace, wie gesagt, die letzte Hofrunde ist schon einiges her. Der ist aber verkauft. Jaguar E-Pace, wo ich dachte, ich habe hier den Porsche Panamera gehabt. Oder ich habe den Porsche Panamera, die G-Klasse, den Porsche Cayenne. Und ich dachte tatsächlich, dass der Jaguar am längsten stehen wird. Aber der Jaguar hat tatsächlich nach 2 Monaten verkauft. Hat ein sehr netter, junger Herr gekauft. Übelst netter Kontakt, hat sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal Glückwunsch, schönes Auto gekauft. Ja, ansonsten haben wir hier einen Neuzugang. Ein Seat Leon. Auch FR mit Panorama. Ich glaube, was hat denn noch? LED-Scheinwerfer. Ist schon das neue Modell. Ich dachte auch erst, dass mir das alte Modell mehr gefällt, aber nachdem wir den abgeholt haben, muss ich ehrlich sagen, ist ein sehr, sehr schickes Auto. Wirklich sehr schick. Auch hier mit den Matt-Außenspiegeln, der schicken Alufelge drauf. Richtig geil. Panamera. Panamera habe ich viele Interessenten in letzter Zeit gehabt. Hat leider das eine oder andere Mal daran gescheitert, weil da keiner approved hat. So, und ich bin hier ein bisschen, sage ich jetzt mal, daher gesagt, neu in diesem Segment dieser Fahrzeuge und ja, habe ich natürlich auch einen kleinen Fehler gemacht. Werde ich aber versuchen zu korrigieren, sodass wir da vielleicht noch eine Approved drauf bekommen, denn man muss da so ein paar Sachen beachten. Dazu würde ich aber mal ein anderes Video machen. Ne? Wie gesagt, ich habe damals aus meiner Pommesbude und ich habe sogar noch, ja, sogar noch weit davor, habe ich angefangen bei mir zu Hause auf dem Hof die ersten Autos zu verkaufen und dann nach und nach so ein bisschen weitere Schritte gegangen. Ne? Und von der Pommesbude war dann halt dieser große Sprung zum Autohaus. Und ja, wie gesagt, dann kam das erste Mal ein Porsche, dann kam das zweite Mal einer und das dritte Mal. Und man macht natürlich auch seine Erfahrungen damit. Ne? Ich habe den gut eingekauft, also das passt trotzdem schon. Ich werde den auch verkauft kriegen. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Was so ein bisschen in Stocken geraten ist, ist die wunderschöne G-Klasse. Das ist ein G500 mit 149.000, 150.000 knapp gelaufen. Ein sehr schönes Auto. Moment. Ach ja, noch so eine Sache, was ich jetzt machen werde vermehrt, also auch dazu gelernt, die Fahrzeuge an den Strom zu hängen. Gerade wenn sie hier stehen, gerade die höherpreisigen Fahrzeuge, da hat man nämlich ein ganz kleines Problem mit dem Jaguar. War im Endeffekt doch kein Problem, es war einfach nur die Batterie, da haben wir eine neue Batterie reingemacht und alles andere ist dann trotzdem noch in Ordnung gewesen, Gott sei Dank. Aber ja, für die Zukunft einfach, damit auch nicht so kleine Meldungen aufkommen, denn dazu kommen wir gleich. Fehlermeldungen, ne? Ansonsten der M2, ich hatte einen richtig schicken M2 hier stehen vorne, da wo jetzt der Beetle steht, zeige ich euch mal. Den hat der aktuelle Besitzer vom M2 wieder abgeholt.
Das Fahrzeug hat circa 6 Wochen hier gestanden. Wir konnten es leider nicht verkaufen, beziehungsweise ich konnte es leider nicht verkaufen. Das Fahrzeug ließ sich nicht verkaufen. Und ja, es hat ihn dann ein bisschen zu lange gedauert, beziehungsweise zu wenig Resonanz, sodass sich dafür entschieden hat, das Fahrzeug kommt erstmal wieder zurück in die Garage. Aber alles entspannt, denn ich kann den Platz gerade gut gebrauchen. Oh, Beetle habe ich auch. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also der war eigentlich schon verkauft, war auch schon angezahlt, ist der Käufer vom Kauf zurückgesprungen. Da hatte ich zweimal jetzt die Kunden, wo ich wirklich das zum ersten Mal so ein extremes Gefühl habe, dass die Leute irgendwie so einem Fanclub angehören oder so einer Beatles-Szene, oder weißt du, so nach dem Motto, ganz komisch, also um es auf den Punkt zu bringen, die suchen seit einem Jahr einen Beatle. Seit einem Jahr fahren selber einen 18 Jahre alten Beetle, waren jetzt dann am Sonnabend hier wegen dem. Das Auto, an dem Auto gibt es wirklich nichts aufsetzen. Okay, der ist dritte Hand, der ist aus 2015, hat 60.000 gelaufen. Er ist nicht perfekt aufbereitet, das muss ich zugeben. Dazu aber gleich mehr. So, ansonsten hat er hier eine kleine Macke. Und das war's auch schon. An der Stoßstange hinten noch ein leichter Kratzer, den lasse ich noch lackieren. Habe ich denen aber auch gesagt, aber alles gut. Da wollten sie, sie sind hier 400 Kilometer angefahren und reden dann davon, dass sie noch spazieren gehen wollen, ne, und sich dann melden wollen und frühstücken wollen in Ruhe und allen drum. Alles schon gut. Aber ich hätte wenigstens erwartet, dass man eine kleine Nachricht, einen kleinen Anruf, pass auf, ich habe eine schöne Innenstadt, die Stadt gefällt uns, das Auto gefällt uns auch, aber es ist nicht ganz unseres. Weil die haben wirklich alles gelobt an dem Auto, beziehungsweise die Frau. Der Mann, wie auch der Interessent davor, kritisch. Das war alles, nachdem der eigentlich schon verkauft war. Zwei Interessenten, die so irgendwie, ja, die vom Beetle, weiß ich nicht, so richtig Beetle-Fans, ne? Da meint sie, ihre ist auch bald Youngtimer. Ich sage, hey, wie Youngtimer? Ja, ist ja fast 20 Jahre alt. Ich sage, gut, was macht den ja nicht besser? Ja, da geht er Richtung Oldtimer. Ich sage, ja, noch 10 Jahre. Ich sage, ja, 10 Jahre. Wer weiß, was in 10 Jahren ist, ne? Ich meine, hier sprechen wir von Oldtimer, H-Kennzeichen etc. Ne? Ach, hier haben wir ein ganz dickes Problem. Hier haben wir ein ganz dickes Problem. Aber dazu auch später mehr. Ich werde demnächst wieder ein paar Videos machen. Wie gesagt, da gehe ich mehr auf das Thema Porsche Approved ein. Dann gehe ich noch mal ein bisschen. Die Beetle-Thematik ist auch ganz interessant mit dem Rücktritt vom Kauf und die zwei Interessenten, die danach gekommen sind. Ja, dann kurz noch mal gute Nachrichten. Ich sage nur gute Nachrichten. Jetzt hätte ich bei GZSZ hier, ne? Okay, der war ein bisschen trocken, aber der ML hier ist verkauft. Ach so, warum der so schmutzig ist? Genauso wie der Seat Leon. Dazu gleich mehr. Der ML hat 90.000 gelaufen, ist aus erster Hand, zwei Briefeinträge, Mann und dann Frau. 2006er, 350 Benziner, ein wirklich sehr, sehr, sehr gepflegtes Fahrzeug. Hat gestern, am Freitag ganz spontan seinen Käufer gefunden. Ich habe weniger bekommen, als ich dachte und gehofft habe, aber verkauft. Verkauft ist verkauft. Der stand ja einfach vor der Tür, wollte das Auto anschauen, wollte ihn haben. Punkt. Fertig. Ja, ansonsten haben wir hier. Das ist auch ein Grund, warum ich das Video heute drehe. Einen wunderschönen GLE 300 Diesel reinbekommen. Ein sehr schönes Fahrzeug. Wirklich sehr schönes Auto. Schwenkbare Anhängerkupplung. Elektrische Heckklappe, Trittbretter, Multibeam-Scheinwerfer, Neidpaket. Schaut euch mal das Fahrzeug von innen an. Denn das krasse Highlight dieses Fahrzeugs ist nicht nur die Ausstattung, sondern der Kilometerstand von sage und schreibe 12.000 Kilometer. Wir haben Burmester-Soundanlage, wir haben elektrische Sitze mit Memory-Funktion, Sitzheizung, Sportsitze, Alcantara, Teilleder. Richtig schönes Auto. Und dieses Auto ist auch schon wieder verkauft. 360-Grad-Kamera, ein sehr netter Herr. Schöne Grüße an dieser Stelle, wirklich sehr nett. Selten, dass man wirklich so, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, einfach. Die stehen einfach im Leben. Diese Menschen haben das Herz am rechten Fleck und stehen einfach im Leben. Der hat sich das jetzt gegönnt. Sei ihm gegönnt, ist ein Bauunternehmer aus dem Raum NRW. Das Fahrzeug liefere ich ihm auch gerne aus. Bekommt noch einen neuen Satz Reifen. Weil komischerweise, ja gut, die Reifen sind. Ah, das Auto hat ja einen Manko. Das Auto hat einen Manko, habe ich ihm gesagt. Es ist aus 2019. 12.000 Kilometer gelaufen. Aber aus dem Jahre 2019. Und den Interessenten hat auch gleich irritiert, okay, jetzt macht das nicht mehr.
dass es jetzt 12-Volt-Batterie anzeigt. Da habe ich gesagt, du, das ist kein Nachteil, das hat nicht mit diese 5 Jahre, dass die Batterie 5 Jahre alt ist, zu tun, sondern sobald die Mercedes-Modelle ein paar Tage stehen, zeigt er das an, 12-Volt-Batterie, Fahrzeug starten oder die Bedienungsanleitung. Das ist ganz normal. Ne, ansonsten also Notrufsystem, wie gesagt, 360-Grad-Kamera, schwarzer Dachrahmen mit Panorama. Sehr, sehr schönes Auto. Ich hätte dieses Fahrzeug auch locker schon zwei, dreimal verkaufen können, aber die haben sich daran gestört, dass es ein Vierzylinder ist. Und ganz ehrlich, mir persönlich wäre das scheißegal, ob Vierzylinder oder Sechszylinder. Das ist so ein schönes Auto, mit nur 12.000 gelaufen. Wir haben hier alles drin, eine F-Einschaltung, 245 PS und die reichen dicke aus. Hat ihn nämlich genauso wenig gestört. Ja. Da sind wir uns auch dann, sage ich mal, preislich einig geworden. Da sind wir uns dann preislich einig geworden, ein Angebot gemacht. Ich habe das Angebot angenommen. Habe ich mir gedacht, komm, nach nicht mal 3 Wochen, dieser wunderschöne GLE verkauft. Ne? Man kriegt natürlich auch so ein bisschen, man muss natürlich auch ein bisschen gucken. Ne? Ich meine, manche kommen dann hier rein und finden, boah, krass, du bist ja schon fast Luxushändler, dies, das, Ananas, von der Pommesbude zum Autohaus. Aber ganz ehrlich, ich habe hier einen Porsche Cayenne, ich habe hier eine G-Klasse, ich habe hier einen Porsche Panamera, ich habe dann hier noch einen GLE stehen. Unabhängig von den ganzen anderen Fahrzeugen. Mal ganz ehrlich, mir ist es lieber, die Fahrzeuge schnellstmöglich wieder zu verkaufen. Gewinnbringend natürlich, ne? Weil wenn sie hier stehen, sieht das zwar alles gut aus für die Leute, die dran vorbeifahren oder die hier reinkommen, aber es muss ja auch wirtschaftlich gut sein. Es muss ja laufen. Ich muss ja Fahrzeuge verkaufen. Ne? Deswegen war ich auch ganz froh, dass das jetzt so schnell mit dem Fahrzeug geklappt hat. Wie gesagt, ich habe ungefähr das Ziel erreicht, was ich erreichen wollte, sage ich mal so roundabout. Aber dafür war es gewerblich, schnell und unkompliziert. Und dann kann man das auch mal Butter bei die Fische eintüten, das Ding. Ne? So, wir gehen ganz kurz raus. Dann seht ihr auch den Grund, ist leider schon dunkel. Ach ja, es gibt dann natürlich trotzdem noch die eine oder andere Geschichte. Die muss ich noch erwähnen. Ich frage euch jetzt auch mal, was hättet ihr gemacht? Ich werde versuchen, auch Bilder einzublenden. Ich habe die G-Klasse ein Angebot bekommen. Und zwar ein Tauschangebot. Gegen ein Lambo Gallardo aus dem Jahr 2008 oder 2009. Leider kein Spider, aber ein Lambo Gallardo, schon das Facelift-Modell LP 560. Ich habe es nicht angenommen. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, hin und her. Ich habe es nicht angenommen. Meint ihr, das war ein Fehler? Gegen eine 2020er G-Klasse mit knapp 150.000 gelaufen, Mehrwertsteuer ausweisbar. Ganz wichtig, der Lambo. Schönes Auto. Ich werde mal ein, zwei Bilder einblenden. Sehr schönes Auto, aber Dubai-Import. Hat schon zwei Halter in Deutschland und hat diese. Ist aber aus Dubai, soll unfallfrei sein, bis auf Motorhaube wurde nachlackiert, glaube ich. Oder Stoßstange, eins von beiden. Und gibt noch einen wichtigen Punkt. Ja, die Kupplung, der hatte dieses andere Getriebe, wo man hier diese Knöpfe drückt. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Kupplung hat er mir aber gesagt, wurde ausgelesen, ist bei 70 oder 80%. Ne, also die ist noch top. Da soll es eigentlich keine Probleme geben. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ich bin das Risiko nicht eingegangen. Wir haben uns aber erschrocken, wie die Preise gestiegen sind von den Lamborghini-Gallardos. Aber ich sage mal so, man muss es auch bekommen. Ne? Ich meine, wir reden hier von einer sechsstelligen Summe. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war. Ich glaube, es hätte richtig krass ausgesehen hier auf YouTube oder auch gerade hier im Autohaus, wenn ich auf einmal so ein Lamborghini-Gallardo hier stehen hätte. Ne? Da habe ich halt lieber, ja, ob es jetzt richtig oder falsch war, was meint ihr? Ich habe ja lieber gedacht an mein Geschäft und was für mich einfacher ist und weniger Kopfschmerzen hat. Ne? So eine G-Klasse mit Mehrwertsteuer und so weiter kann man bestimmt gut ins Ausland verkaufen oder hier an Unternehmer oder keine Ahnung was. Ne? Aber so ein Lambo, lasst da irgendwelche Lampen angehen. Das war so mein Gedanke. Ich weiß nicht, was meint ihr? Was meint ihr? War das richtig oder war das falsch? Wir gehen noch mal kurz auf den Hof und dann seht ihr schon, was hier los ist. Ist ziemlich dunkel schon. Also, ich habe mir einiges vorgenommen. Wie ihr seht, stehen hier keine Autos mehr. Aber in ein paar Tagen, hoffentlich nicht Wochen, sieht es hier ganz anders aus und wird einiges schick machen, sage ich mal. Auf jeden Fall danke auch an alle Freunde, Kumpels und Unterstützer, die uns dabei fleißig helfen. Ich hatte eine Firma da, die haben das dann quasi. Der hat mir damals auch den Baum gefällt, ein richtig guter Mann. Abendhausmeister-Service, hat mir dann alles hier schön gerade gemacht, den Boden bearbeitet. Leider war das ein bisschen weicher, der Boden, als wir dachten. Dadurch musste halt einiges mehr raus. Und ich sage euch eine Sache: Erde entsorgen kann man nicht bezahlen. Kann man nicht bezahlen. Wir gehen mal kurz in die Werkstatt. Denn
Ich habe noch ein Anliegen, und zwar der Audi S4. Das ist jetzt schon so weit, dass der Motor drin ist. Das sieht auch alles gut aus. Ein guter Freund von damals, Markus, und Kamerad von der Bundeswehr hat auch ein bisschen geholfen, die Stecker zuzuordnen. Es sind aber hier so sämtliche Luftschläuche. Wenn, also, worauf ich hinaus will, wenn irgendwer so ein Fahrzeug hat, B7, Audi S4, gerne melden, denn wir wollen den dann zusammenschrauben, so in ein, zwei Wochen. Aber hier gibt es so sämtliche Luftschläuche, wo wir nicht wissen, wo die hingehören. Falls jetzt der eine sagt, wieso, weshalb, warum. Ich habe das Fahrzeug gekauft, da war der Motor nicht mehr drin quasi. Ja, aber ja, jetzt ist ein Motor drin, aber noch nicht ganz fertig. Ansonsten, ein weiterer E30 geht demnächst in den Verkauf. Den anderen haben wir ja verkauft, den goldfarbenen. Und GTI Neuzugang, Golf 7. Golf 7 mit knapp 50.000 gelaufen. Handschalter. Man sieht ja da nicht so viel, es ist dunkel, es ist auch nicht die beste Kamera. Aber Golf 7 GTI aus 2019, knapp 50.000 gelaufen. Schaltgetriebe, was meint ihr? Schaltgetriebe oder DSG? Ich persönlich finde eigentlich DSG cooler, aber ich denke, dass die Schaltgetriebe auch ihre Liebhaber haben. Ja, ansonsten. Ansonsten ML verkauft. Alter, einige Fahrzeuge verkauft. Tatsächlich einen grünen Golf Automatik verkauft. Und boah, echt Gott sei Dank gut verkauft in den letzten 2, 3 Wochen. Gab leider nicht so viele Videos, weil ihr gesehen habt, der ganze Hof ist offen. Wir stellen hier einiges um. Ich habe jetzt noch einen neuen Mitarbeiter. Erstmal Minijobber, dann gucken wir, wie das alles funktioniert mit ihm. Dann haben wir hier vom Praktikant zum Minijobber und dann hoffentlich zum Festangestellten. Ja. Was haben wir noch verkauft, was hier drin stand? Jaguar auf jeden Fall. GLE stand hier jetzt nicht allzu lange. Ach so, was auch noch erwähnen muss, wie gesagt, da stehen hier richtig schöne Autos, eins nach dem anderen. Damals habe ich sogar noch gedacht, boah, G-Klasse Porsche, wenn kann ich mir wenn nur so einen hier hinstellen. 2 Monate später standen beide hier, ne? Jetzt steht noch so ein GLE hier mit am Start. Schönes Auto. Es kommt vielleicht noch ein anderer Kracher mit 3 Buchstaben. Deswegen ist es auch so. Sorry, der Akku, der. Nee, die Speicherkarte war gerade voll. Die Speicherkarte war gerade voll. Also, wie gesagt, auf jeden Fall bin ich natürlich auch froh, wenn der verkauft ist, wenn sich der verkauft, wenn sich der verkauft. Und auch der da hinten verkauft und der hier sich verkauft und der Beetle, der ist schon verkauft und der ist ja auch schon verkauft. Hier ist Problemauto. Ne? Weil, wie gesagt, mag ja alles immer cool aussehen und so, ne? Aber es muss auch laufen. Mein Ansporn ist es, solche Fahrzeuge zu handeln und nicht zu sammeln oder irgendwie sich hier hinzustellen, sage ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall, ihr könnt gerne, wenn ihr nähere Infos haben wollt zu dem Fahrzeug, auf unserer Homepage gucken. Ihr könnt uns auch gerne Fahrzeuge anbieten. Das hat der nette Herr, der uns dieses wunderschöne Fahrzeug verkauft hat, auch gemacht. Ist ein Seat Leon, hat knapp 50.000 gelaufen, ist aus 2020, hatte ich ja vorhin auch schon gezeigt, aber nur noch mal darauf einzugehen, ist ein FR. Ja, hat alles gepasst. Alles wie beschrieben, haben wir gekauft. Ich denke, der Verkäufer an dieser Stelle war auch zufrieden mit uns. Und jetzt steht das Fahrzeug hier. Wie gesagt, wir haben da eine schöne Händler-Homepage. Ansonsten wollte ich noch kurz auf Verkäufe eingehen. Den Cross Touran haben wir verkauft. Den 2.0er TDI Cross Touran mit knapp 160.000 gelaufen. Dann Renault Megane Kombi, den habt ihr, glaube ich, im letzten Video gesehen, der ist verkauft. Nissan Micra, den gab es, glaube ich, noch gar nicht im Video. Eine B-Klasse, ich glaube, die gab es auch noch nicht im Video, ist eine Automatik gewesen. Hat einen Händler gekauft. Opel Mokka haben wir verkauft, der ging in Export. Es war auch wieder so stressig, da mit Zollkennzeichen hinfahren und machen und tun. Golf Plus ist verkauft. Mini Cooper Diesel ist verkauft, den kanntet ihr auch noch nicht. Ist auch nichts großartig gewesen. Also ist kein besonderes Auto. 2007 dann mit 170.000 gelaufen. Ja, auf jeden Fall ein paar Autos verkauft. Ein paar Autos zugekauft
Unter anderem einen Audi Q5, 2 Liter Diesel, schönes Fahrzeug in weiß, nee, wie hieß die Karre? Irgendwie so ein Grau, Samuka Grau, keine Ahnung. Dann haben wir noch den GTI neu reinbekommen. Ein, zwei Golf Plus haben wir dazu gekauft, ein Diesel, ein Benziner. Ja, und wie gesagt, ich bekomme vielleicht noch einen Kracher. Aber müssen wir mal schauen, wenn wir das machen, wenn das passt und so, ne? Ja, an dieser Stelle, was hättet ihr gemacht? G-Klasse gegen Lambo tauschen? Oder, ey, was haltet ihr eigentlich davon? Die G-Klasse habe ich ja hier so ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt hier eine 63er Abgasanlage drunter. Und wir haben ja den 63er Kühlergrill. Was haltet ihr davon, wenn wir auch die Stoßstange vorne, Stoßstange hinten und die Kotflügel vom 63er montieren? Da müsste ich mal so ein paar Euros investieren und auch vielleicht eine große Felge drauf machen. Meint ihr, dann lässt das sich besser verkaufen? Meint ihr, kann man noch mal einen anderen Preis dran schreiben? Ist das dann interessanter? Weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es einfacher wird, diese G-Klasse zu verkaufen. Aber tatsächlich bis jetzt noch nicht. Was meint ihr? Sollen wir den noch mal ein bisschen umbauen? Müssen wir natürlich Geld in die Hand nehmen, was wir auch später wieder rausholen müssen, ne? Also ich rechne mal mit Felgen und allem drum und dran, AMG. Das ist alles auf AMG, ist natürlich auch original. Jetzt so irgendwie so ein Bastelkram würde ich da nicht dran machen. Wollen da bauen bestimmt 5.000 Euro. Was meint ihr? Sollen wir das noch machen oder lieber lassen bei der Laufleistung von 150.000 Kilometer? Zweite Hand, Scheckheft gepflegt bei Mercedes. Ja gut, an dieser Stelle, wie gesagt, ich bin froh, habe mich gefreut, der GLE ist verkauft. Und so verlässt uns wieder ein sehr schönes Auto. Und dann können auch wieder schöne Fahrzeuge dazukommen. Ja, an dieser Stelle, bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser. Und das sage ich nicht so, trinkt wirklich viel Wasser, weil mir hilft das auf jeden Fall, ne, in jederlei Hinsicht. Ich halte mich damit jung und gesund. Denn ich sage euch ganz ehrlich, eine ganze Zeit lang habe ich weniger Wasser getrunken. Einfach durch diesen Stress und die Arbeit, man vergisst das dann, ne? Man merkt das. Deswegen, wirklich, das ist ein ernst gemeinter Rat. Trinkt viel Wasser, dann bleibt ihr auch alle gesund. Und dann sehen wir uns munter, froh im nächsten Video. Bis dann.